Ich kannte sie. Sie alle. Die Jungen, die Alten, die Töchter, Mütter, Großmütter. Familie. Freunde. Spuren in Gesichtern. Sie erzählen von ihrem Traum, dem Geld, dass es nicht weit wäre, sie bald wieder da sein würden. Spuren, die sagen, dass alles gut gehen wird und meinen, dass sie es für uns Kinder tun würden, damit es uns einmal besser geht. Tausende Äthiopierinnen erhoffen sich, auf der arabischen Halbinsel eine glückliche Zukunft erarbeiten zu können. Doch dort wartet oft nur ein Albtraum. Makeda gehört zu denen, die der Hölle entfliehen konnten. Sie hat es zurück nach Hause geschafft. Sie erinnert sich an das Schlauchboot, mit dem sie den Golf von Aden überquerte, als sie ausgehungert in Saudi-Arabien ankam. Dort schuftete sie 18 Stunden am Tag als weibliche Haushaltshilfe. Eine von geschätzt 750.000 modernen Sklavinnen, ausgebeutet, vergewaltigt, geschunden. Es war der Wunsch nach Unabhängigkeit, der sie in den Golfstaat geführt hat, und ein unglaubliches Glück, dass sie es aus der Sklaverei zurück ins Heimatland geschafft hat. Auch Senasch kennt die Versuchung von vielem Geld im Osten. Lange hat sie überlegt. Die Dürre im Süden Äthiopiens, die aussichtslose Lage bringen die junge Frau in Versuchung. Doch sie hat Glück. Für sie soll es anders kommen. Senasch hört von Bekannten von einem Projekt in der Stadt, einige Tagesmärsche von ihrem Dorf entfernt. Von den Hügeln ihres Dorfes im roten Süden geht es in den Norden, nach Awasa. Das Aggregat heult. Motoren laufen und Nadeln bohren sich durch den Stoff. Wasser kocht und Kessel dampfen. Höchste Konzentration. Im Kumboni Women's Promotions College in Awasa geht es zur Sache. Unter der Aufsicht internationaler Expertinnen finden sich hier immer mehr Mädchen und Frauen ein, die ihre Zukunft nachhaltig selber in die Hand nehmen wollen. Gegründet vor mehr als 20 Jahren, absolvieren hier jedes Jahr rund 350 Mädchen und Frauen unterschiedliche Ausbildungen in den Bereichen Hotelmanagement, Haushaltsführung, Nähen, Sticken und Computerfertigkeiten. Aus der Vision, das Leben möglichst vieler Mädchen und Frauen nachhaltig zu verbessern, wird Realität. Beinahe alle Absolventinnen bekommen nach dem College einen Job und können damit nachhaltig ein eigenständiges Einkommen erwerben. Diese Ausbildung ist eine wertvolle Unterstützung, auch für Opfer von Vergewaltigungen oder früher Verheiratung. Effiziente und professionelle Strukturen machen es möglich. Nach erfolgreichem Abschluss nehmen die Teilnehmerinnen ein offiziell anerkanntes Zeugnis mit. Das ist ein Türöffner für die Arbeit in Hotels oder in verschiedensten Institutionen. Doch es geht um mehr. Die Mädchen und Frauen lernen hier nicht nur einen Job. Hier erhalten sie die Basis für ihr Überleben und das ihrer Familien. Und so versammeln sie sich zur Zeremonie. Schwestern und Mütter, die, die hier geblieben sind, beten und singen. Trotz all dem, Worten, Gedanken, Projekten wie dem Kumboni Women's Promotion College,
ist es noch ein langer Weg hier in Äthiopien. Ein Weg, bei dem es uns allen einmal besser gehen soll. Mir und den anderen Mädchen.